ich begrüße euch. Ich hatte überraschenderweise die Einladung vom Magenta Moon, ein bisschen was über meine Arbeit zu zeigen. Und hatte eigentlich überlegt, dass ich jetzt total in die Software-Ebene einsteige von Anfang an. Aber habe mich dann dazu entschlossen, irgendwie nochmal ganz zurückzugehen zu den Anfängen von meinem Game-Erlebnis, weil das irgendwie eigentlich auch ein ziemlich lustiger Aspekt ist in dem Ganzen, wie verschiedene Sachen in den 80er oder sogar 70ern angefangen haben und nach wie vor eigentlich ziemlich relevant sind, nicht nur in der Game-Welt selber, sondern im kulturellen Geschehen. Und ja, hallo, ich hoffe, euch gefällt, was ich hier so zu erzählen habe. Also, das hier war mein allererster Computer, den ich in der Grundschule, ich glaube im zweiten, maximal dritten Schuljahr bekommen habe. Zu Weihnachten natürlich, der funktionierte noch mit Kassetten und hatte ganze 16 Kilobyte. Und es hat mich wahnsinnig lange gebraucht, dort überhaupt was mitzumachen, weil natürlich kannte ich zu der Zeit überhaupt kein Wort Englisch. Und ich kannte das natürlich nur aus den Filmen, wo man dachte, da gibt es einen Computer und mit dem spricht man. Und dem sagt man, ich möchte das und das machen, weil es gab so diverse Filme wie Wargames oder Computer Kids war eine Serie. Und die Computer konnten alle sprechen, mit denen konnte man sich unterhalten. Und für mich war es eine komplett neue Welt, damit einzusteigen. Und ja, ich habe es dann irgendwann nach ganz langer Zeit, ich hatte auch kaum Hilfestellung geschafft, ein Game zu laden. Und das hat dann das gesamte Haus aufgeweckt, weil die Lautstärke war komplett hochgedreht und plötzlich lief dieses Spiel. Und damit fing eigentlich mein bewusstes Computerleben an und habe dann quasi ziemlich früh eigentlich gemerkt, dass mich die musikalische Seite ziemlich interessiert, weil ich hatte irgendwie so Basic, Basic, nicht die Computersprache Basic, sondern Basic Piano Unterricht am untersten Level quasi und habe da aber schon gemerkt, dass es mich ziemlich interessiert hat, die Sachen, die ich auf Klavier gelernt habe oder verschiedene Klavierstücke auf den C16 zu programmieren. Ich habe das dann versucht mit der Computersprache Basic und habe das aber dann auch ziemlich schnell aufgegeben, weil es ein ziemlich mühsamer Prozess war und alle eigentlich ziemlich genervt waren davon, wie ich überall, auch im Frankreich-Urlaub oder egal wo wir waren, ständig mit diesem Heft da saß und versucht habe, diese Noten in Basic-Zeilen zu schreiben. Ja, dann vergingen ein paar Jahre und dann gab es plötzlich dieses magische Gerät, den Commodore 64, der mit viermal so viel Speicherplatz und einem Soundchip ausgerüstet war, der drei Kanäle zur Verfügung gestellt hat. Und da hat man dann, also ich oder wie viele andere international, gemerkt, wow, das ist geil. Also so das hat uns alle ziemlich geprägt, würde ich sagen. Und eins meiner ersten Erfahrungen, wo ich wirklich total geflasht war, quasi, war dieses Stück von Mark Kutsky, wo man halt auch schon merkt, mit was für Frequenzen man eigentlich in dem Alter schon zu tun hatte und wie was man eigentlich ausgesetzt war an dem Soundspektrum in dem Alter über lange Jahre.
Ja, das war ein Stück von Mark Kuksky und dann gab es diesen Magier und diese einflussreiche Person für viele Leute, die in der 8-Bit-Generation aufgewachsen sind. Definitiv einer der einflussreichsten Komponisten in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Rob Hubbard, der sogar seine Musik nicht wirklich auf Musikprogrammen geschrieben hat, sondern er hat die gecodet auf Assembler. Ich weiß leider immer noch nicht genau, wie er das gemacht hat und es würde mich nach wie vor interessieren, das eigentlich auch selber mal zu probieren. Ich hatte sogar in dieser Zeit etwas Computerunterricht von einem Bekannten, der in der Demoszene oder in einer Cracker-Group war und habe so ein bisschen Anfänge gelernt, in diese Assembler, heißt das Maschinencode-Sprache, verschiedene Sachen zu machen. Nur zum Hören und als Soundempfinden auch nochmal ein Soundbeispiel von Rob Hubbard, eins seiner genialsten Stücke, wie ich finde, wobei die Liste sehr, 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 sehr lang und sich die Stücke auf den ersten Plätzen ziemlich um die ersten Plätze fighten müssen, sage ich mal. Und ja, hier sieht man auch ganz gut, das haben Fans später eigentlich so gemacht. Das sind die drei Kanäle des C64, also so. Und da sieht man, die mussten sehr tricky arbeiten, um das überhaupt zu bewerkstelligen, dass man überhaupt sowas wie ein Gefühl davon hat, von einer Fülle oder von einem orchestralen Gefühl. Deswegen hat man diverse Tricks entwickelt, zum Beispiel kleine Arpeggios, die sich so schnell bewegen, also die Tonhöhe so schnell modulieren, dass man eigentlich das Gefühl hat, es werden Akkorde gespielt und ja, man merkt auch, wie die Beatspuren hin und her springen und eigentlich nicht eine definierte Spur existiert wie heutzutage. Auf den Sequencern hat man unendlich viele Spuren, aber da musste man alles auf drei Spuren zusammenquetschen quasi. Aber es sind zeitlose Stücke. Kinderzimmer und war unglaublichen Frequenzspektren ausgesetzt und orchestralen Größenwahn, produziert von Rob Hubbard. Und ja, also man hat ja zu der Zeit eigentlich kaum darüber nachgedacht, was das mit uns macht quasi. Und da gingen dann halt viele Stunden und viele Tage ins Land. Und mich hat die musikalische Seite immer sehr früh schon interessiert. Und wie ich erwähnt hatte, hatte ich einen Bekannten, der ein bisschen mehr oder ziemlich gut war im Programmieren und auch in Assembler und Machine Code. Und der hat mir dann irgendwann auch beigebracht, wie man Videogame-Musik aus Computerspielen klaut, also rippt. Und damit habe ich dann ziemlich viel Zeit verbracht und es gab diverse Routinen, also diverse Formate, in denen das abgespielt werden konnte. Und er hatte mir die Grundsätze erklärt.
Und ich habe dann irgendwann, man konnte so ein Hard Reset machen im Computer, das Speicherbild war aber trotzdem noch im Computer zu finden und ich war dann irgendwann ziemlich gut da drin, das in diesem Wirrwarr an Computerdaten zu erkennen, wo denn die Musik wirklich platziert ist und habe dann, dadurch, dass auch in der Schule die Tauschbörse extrem funktioniert, das war alles ja vor dem Internet, deswegen hatte man ziemlich viele Bekannte. Wir haben das eigentlich getauscht wie Spielkarten oder wie Panini Playcards oder so, dass wir den Stapel Disketten mitgebracht haben. Ich habe den Stapel Disketten mitgebracht und so hatte man eigentlich Zugang zu unglaublich viel Musik. Mehr als mir möglich gewesen wäre in Form von Schallplatten oder irgendwas mir anzuschaffen, außer von Tapes von Bekannten und Freunden. Aber wie gesagt, also so, man hat dann ziemlich viel Zeit damit verbracht, diese Musik aus Spielen rauszuholen und die dann zu safen. Und teilweise habe ich mir dann Player selber gebaut, womit ich die Musik dann abspielen konnte. Und ja, so ging ziemlich viel Zeit ins Land, bis ich dann irgendwann Weihnachten diesen Commodore Amiga bekommen habe, der dann wirklich final die Welt eröffnet hat, richtig Musik zu machen. Das war halt eins der simpelsten, like die Demo-Szene und verschiedene andere Programmierer mussten sich ziemlich reduzieren, auch da, weil der Speicherplatz war 512 Kilobyte, was jetzt auch nicht so viel, aber es gab auch Speichererweiterungen auf 1 bis 2 MB, aber es war jetzt nicht so der Brüller, wo man so aus dem Vollen schöpfen kann. Ähnliches Prinzip von dem, was ich vorher erzählt habe, also man hat hier aber 4 Spuren und es wird nicht durch einen Chip generiert, also nicht auf einer Art von Synthesizer-Basis, sondern man konnte samplen. Das heißt, man konnte Musik aufnehmen und die dann verfremdet oder diverse Drum-Sounds, verschiedene Sachen importieren und die dann für sein eigenes Arrangement neu zusammensetzen oder auch komplett andere neue Sachen machen. Das war dann 1990. Und da zeige ich auch noch mal ein Beispiel. Das war eigentlich ein ziemlicher Flash. Plötzlich war man angelangt. Bei den Sachen, die man gehört hat im damals noch Hip-House genannten Feld und Techotronic und was weiß ich was, diese ersten Sachen. Und man konnte das wirklich als Home-User zu Hause machen. So saßen wir denn zusammen und haben irgendwie auf diese Sachen Party gemacht. Genau, das war das Bud Brain Video und da gibt es noch ein Part. Und als man das denn gehört hat als Teenager und dachte, genau, was wir hier sehen, sind diese Amiga-Sampler. Das musste man sich natürlich trotzdem irgendwie mühsam irgendwie zusammensuchen, weil, wie gesagt, das Internet war immer noch nicht da und man musste sich ziemlich schlau machen in verschiedenen Musikzeitungen oder privat ziemlich viel rumfragen, wie man denn überhaupt dazu kommt. Das hier muss ich euch noch zeigen. Das war auch zu der Zeit was ganz Besonderes. Yo, check this out. Genau. Ja, und plötzlich war das in greifbarer Nähe, sowas zu Hause zu machen und das haben wir dann auch gemacht. Und zwar hatte ich einen Kumpel, der war mit den ganzen Tracker-Sachen auf dem Atari weiter als ich und wir haben dann angefangen,
die erste Musik zusammen zu machen. Dann gab es lustigerweise die ersten Live-Auftritte, das war im Hardcore-Techno- und Techno-Bereich. Und es gab dann wirklich auch Interesse, Musik rauszubringen. Und so habe ich dann 92, 93 meine ersten Platten angefangen auf dem Amiga zu produzieren. Das war alles ziemlich krachig und trotzdem lustig, weil es gab irgendwie Hörspiel-Samples, verschiedene Sachen, die man irgendwie so aufgeschnappt hat, TV-Moderatoren, die man dann in irgendwelche Stücke eingebaut hat und so weiter. Das ging dann auch über mehrere Jahre so, dass ich irgendwie damit rumgereist bin, auf Raves gespielt habe, mit dem Amiga, die ersten Male in Berlin war und dann 95 auch nach Berlin gezogen bin und relativ schnell meinen ersten Game-Soundtrack produziert habe, der aber ein fiktives Game war. Ich habe es einfach durch die Vergangenheit und durch diese Einflüsse, die ich hatte von Rob Hubbard, der ist sogar auf dem Album auch erwähnt in den Credits, einfach das Bedürfnis gehabt, Videospielmusik auch selber zu machen. Und zu der Zeit waren wir auf einem englischen Label gesigned. Das hat dieses Album rausgebracht auf Vinyl und CD. Und im Zuge dessen haben auch die Beastie Boys dieses Album rausgebracht. Und wir hatten diverse Auftritte in Amerika und verschiedene Touren und waren auch in Japan mit den Sounds. Und in New York, in Chinatown, hatte ich einen Laden entdeckt, der dann wirklich auch Game-Soundtracks auf CD verkauft hat. Das war für mich absolut neu und ich habe dann sofort so einen ganzen Stapel mir geholt und mir das dann als Zeichen genommen, quasi, dass es da wirklich mehr Leute gibt, die ein riesiges Interesse an dieser Game-Musik eigentlich auch haben und dass sich das lohnt, weiter zu sammeln erstmal als Fan oder auch einfach die Fühler danach auszustrecken und sowas in der Richtung weiter zu verfolgen. Das ist das Album Horrible Plans of Flex, die Horrible Plans of Flex Busterman, eine Art verrückter Professor, der die Weltherrschaft erkämpfen möchte und mit allen Mitteln und Tranquilizing von der Bevölkerung etc. Die Weltherrschaft will und ihm ist jedes Mittel recht dazu. Er hat diverse Kollegen, wie zum Beispiel Anemone C. Slater. Also das ganze Booklet gab es natürlich in der CD dazu. Dazu gab es natürlich auch Freunde des Hauptcharakters, hier zum Beispiel Zed und Ginkgo, nicht zu vergessen, der einem, wenn man ihn besucht hat, in seiner Ginkgos Burger Station auch mit Power-Ups versorgt hat. Und ich hatte das nicht erwartet, aber es gab dann trotzdem eine riesige Resonanz international in Amerika, Kanada, diverse Leute aus Japan, in Europa, die das Album eigentlich nach wie vor als eins ihrer Lieblingsalben mit einstufen. Das gab es dann im Fernsehen zu sehen, auf dem alten Fernsehsender Viva, der vielleicht verschiedenen Leuten noch ein Begriff ist. Das war das Flex Busterman Video, das wir liebevoll gestaltet hatten. Zusammen mit Philipp Virus und all meinen Freunden und Bekannten. Produziert auf dem Amiga. Bösen, Flex Busterman und Canasta.
Flexpasta-Man, genau. Die gute alte Zeit im Berliner Underground. Ja, also dann ging das alles weiter und ich habe diverse Platten auf dem Amiga produziert. Dann hatte ich angefangen, auch anderes Equipment zu benutzen, aber es gab trotzdem immer wieder noch Einflüsse in anderen Sachen, die ich produziert habe. Zum Beispiel diese Zoology-Single hat einen wahnsinnigen 8-Bit-Einfluss, also C64 Amiga-Einfluss. Ich habe Theatermusik gemacht für ein Dostojewski-Stück Der Spieler mit dem Regisseur Johann Simons, wo ich auch 8-Bit-Referenzen in die Hochkultur quasi gebracht habe. Und ja, es ging vielen Leuten so, die damit in Berührung gekommen sind, ich sag mal in meiner Generation, die immer wieder diese Referenzen auspacken und letzten Endes hat diese Generation das eigentlich überall hingebracht und heutzutage ist es halt so, dass diverse Indie-Retro-Games international sich wahnsinnig etabliert hatten. Battleblock Theater ist zum Beispiel ein Spiel von The Behemoth, wo ich auch Musik zu beigesteuert hatte. Ein Flyer, der sagt, es gab 6 Millionen Player, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Dann ein Composer namens Toby Fox, der hat den Soundtrack gemacht zu Undertale, der es auf YouTube auf 45 Millionen Plays bringt mit diesem 8-Bit-Sound. Und hier ganz neu rausgekommen vor kurzem von der Firma Mediatonic, Fall Guys, das in den ersten paar Tagen 10 Millionen Spiele verkauft hat. Mittlerweile würde ich fast tippen, eventuell das Doppelte. Wahnsinnig tolles und schönes Spiel. Ja, und überall fließen diese Retro-Elemente eigentlich auch mit ein. Also es gibt irgendwie unsere eigenen Charts, Indie-Games, die auch die Musik für Battleblock Theater als eine der besten dieses Jahr 2014 bewertet hatten. Wir haben mittlerweile unsere eigenen News, unsere eigene Zeitung, Game Music Magazine, wo eigentlich auf sehr schönem Papier mit sehr schönem Druck nur über Videogame-Soundtracks geschrieben wird. Und die Leute, die damit involviert sind, die heißen Black Screen Records und die bringen auch Vinyl-Alben raus von diversen Spielen. Und ja, die Leute sind verrückt danach und es wird akzeptiert in weitestgehend, sage ich mal, es ist kein Mainstream, es ist irgendwie nicht verortbar, es ist irgendwo dazwischen und es hat absolut Freiheiten, mit denen man aufbauen kann. Man braucht keine wahnsinnigen Promotion-Budgets wie in Charts-Musik oder heutzutage in Indie-Rock. Man braucht niemanden, der einem was weiß ich, wie viele Zehntausende gibt, um irgendeine Art von Promotion zu starten in der Presse, sondern es gibt eigene Strukturen, auf denen wir aufbauen können. Und es gibt mehr und mehr Equipment, welches auf den Markt kommt, nach wie vor. Also es ist irgendwie eine Firma Twisted Electrons, die nach wie vor 8-Bit-Equipment machen. Hier ist das adoptiert den oder hat den Sega, Original Sega Soundchip auch vor kurzem erst rausgekommen. C64 Soundchip, ein anderer C64 Synthesizer mit dem Original Chip, noch ein 8-Bit Synthesizer. Das hier kommt in der nächsten Zeit erst raus aus Japan, in Japan von der Firma Sonicware, baut auf 8-Bit Technologie. Dieser Polyend-Tracker adoptiert im Grunde genommen das, was ich euch eben gezeigt hatte, dieses Spurensystem in gewisser Weise in besserer Qualität, aber es baut auf demselben System auf. Die Firma Teenage Engineering mit ihren Pocket Operators haben so eine Arcade-Sache gemacht. Gerade neu rausgekommen, gestern oder vorgestern, die beiden Editionen, die sich darauf beziehen, auf Mega Man, dem Sega-Spiel und Street Fighter. Und, worauf ich mich wahnsinnig freue, das habe ich leider noch nicht, das ist der M8-Tracker,
der auch diverse Spuren zur Verfügung stellt, aber das trotz der 8-Bit-Referenzen sehr viel mehr Möglichkeiten hat und Synthesizer-Funktionen und Rhythmusfunktionen bieten wird. Dazu habe ich dieses Gerät, das baut auch auf dem C64-Chip, wobei man aber 2 Chips einbauen kann. Auch für den Game Boy werden nach wie vor Sachen entwickelt. Es gibt Entwickler für Open-Linux-Konsolen, wie zum Beispiel dieses GP2X oder auch nochmal Game Boy. Stimmt, den neuen Game Boy, den hätte ich hier auch noch einbauen können, weil den gibt es auch, der kommt auch bald auf den Markt. Zusatz-Interfaces, um dieses Gerät zu modifizieren. Eine Cartridge, auch nicht vor allzu langer Zeit rausgekommen, für den C64. Eine andere Cartridge für den C64, die es ermöglicht, den über MIDI anzusteuern. Eine andere Open-Source-Linux-Konsole, wo man einfach merkt, dass diese alten Geräte nach wie vor sehr gut behandelt und gepflegt werden. Also auch auf den Foren ist es einfach absoluter Wahnsinn, wie viel dort sich ausgetauscht wird und wie viele Leute das eigentlich nach wie vor verfolgen und was es eigentlich für einen Stellenwert hat. Und lustigerweise heute rausgekommen, das neue Album von Busta Rhymes. Und Busta, tell us, how exciting is the 8-bit sound? Tell us. Heute Release von seinem Album Book of Early 2, Extinction Level 2, featuring ODB. Und ich höre da Game Sounds, es tut mir leid, ich höre da 8-Bit Game Sounds. Ja, es ist Excitement pur, nach wie vor für viele Leute bietet dieses Frequenzspektrum immer noch sehr viel Potenzial, also so und sehr viel Unterhaltung. Und ja, auch heute rausgekommen ist eine neue Single für das Projekt, was ich eben schon mal angesprochen hatte, Flex Buster Man. Der Album-Release ist nächste Woche Freitag und es ist quasi die Fortsetzung, die auch komplett auf dem Amiga produziert wurde. Und damit habe ich in New York gespielt irgendwann, das kann ich euch auch noch mal ganz kurz anspielen, wie eigentlich Leute reagieren können zu dieser Musik. Das war das Blipfest im Bell House in Brooklyn. Das Stück ist auch auf dem neuen Album drauf. Oh!
Ach, wunderschön. Ja, wann es dazu wieder kommen kann, ich hoffe bald. Auf jeden Fall war das ein wahnsinnig schönes Festival in New York, Blipfest, mit einer wahnsinnigen Energie. Viele Leute, die auch 8-Bit-Sachen entwickelt haben und neue Möglichkeiten finden, um mit dem alten Equipment Musik zu machen. Plus eine Punk-Energie, aber alles im positivsten Sinn, mit dem positivsten und liebevollsten Antrieb. Wahnsinnig schöne Sache. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, diese alten Sounds mittlerweile, ihr habt gesehen, diese Liste an Equipment, diese auch zu verbinden mit moderneren Sounddesign. Und ich habe jetzt keine Software-Sache vorbereitet, nur für später einen kleinen Einblick. Natürlich ist der Bedarf groß, teilweise auch moderne Produktion, modernes Sounddesign zu verbinden und wo ein bisschen von dieser Soundästhetik einfließt. Und zu dem Game Lounge, das ist auch ein Spiel von The Behemoth, wo ich die Musik für mache, was auch gleichzeitig meine erste Game-Musik ist, die auf Nintendo rauskommen wird. Da habe ich vor kurzem zur PAX East, das ist eine große Videogame-Convention, da hatte ich ein Konzert gemacht. Wo ich diverses neues Equipment verbunden habe. Auch mit dem C64 und unter anderem auch anderen Spielereien. Aber was definitiv den Spirit der alten Games und der alten Soundästhetik mit aufsaugt. Da oben der C64. Natürlich ist diese Fusion durch diese ganzen Entwicklungen irgendwie mittlerweile um einiges einfacher zu werden, als es noch vor ein paar Jahren war. Ja, Alien Hominid Invasion wird das Spiel heißen und wir freuen uns alle sehr drauf von The Behemoth. Und ein voriges Spiel, für das ich gearbeitet hatte, war Pit People, wo es auch diverse Einflüsse gibt, die... eine Referenz haben zu meiner alten Vorgehensweise. Ja, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Musik in Loops laufen lassen. Das heißt, mit jeder Steigerung im Spiel oder jeder Entwicklung schaltet sich auch eine neue Ebene ein, was mittlerweile öfter gemacht wird oder auch in komplizierterer Form teilweise gemacht wird. Aber für den Musiker an sich ist es irgendwie immer wieder sehr lustig, dass man eigentlich Fragmente abgeben kann, die sich im Spiel erst eigentlich zusammensetzen und da eine Fusion bilden und den gesamten Soundtrack vom Spieler eigentlich zusammensetzen lassen. Das haben wir jetzt bei Alien Hominid Invasion auch gemacht, aber Pit People war eigentlich das erste Spiel, wo ich mich an diese Sache angenähert habe. Und im Laufe dieses Levels und im Laufe dieses Kampfes kommen immer weiter diese Elemente dazu.
ja, unglaublich lustiges Spiel auch. Also die verschiedenen Charaktere, die Behemoth sich immer wieder ausdenkt, sind auch zum Zugucken eigentlich schon immer wieder sehr schön. Und jetzt gleich das Ende. Das Lustige bei der Arbeitsweise bei The Behemoth ist, dass sie auch ziemlich interessiert sind oder ziemlich enthusiastisch sind über krachige oder 8-Bit-Chiptune-orientierte Sachen. Gleichzeitig aber auch so einen Comic-Drive haben und offen sind für lauter verrückte Ideen und nicht so vorsichtig sind, wie zum Beispiel in der deutschen TV-Welt der Fall sein kann. Also so, man hat sehr viele Möglichkeiten, seine Ideen freien Lauf zu lassen und ja, hat dann eigentlich ein Forum international für wahnsinnig viele Leute, die einfach die Comicwelt an sich sehr schön finden. Ich weiß nicht, ob es jetzt rüber geht in den... Hier hört man, ich weiß nicht, ob man es gut hört, auf jeden Fall baut sich das Stück immer weiter zusammen in Form von Layers und parallel zum Spiel geschehen. Und natürlich ist es sehr lustig und sehr toll, dass man in so einem Spiel, das von Zeit und Time and Space Confusion handelt, alle Elemente einfach zusammenwürfeln konnte, wie Piraten, Trap, Hip-Hop, Funk-Sachen, klassische Elemente. Immer wieder eine schöne Sache, wenn man mit offenen Entwicklern zusammenarbeiten kann. Hier ist noch eine andere Sequenz, die ein bisschen mehr in den Soundtrack-Bereich geht. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Und bei dem Stück war es zum Beispiel auch so, es baut auf diesen Strings auf und dieser Soundtrack-Atmosphäre, aber es entwickelt sich dann auch im Laufe der Zeit zu einem ziemlich wilden und cartoon-mäßigen Stück. Langsam weiter. Ja, Pit People war auf jeden Fall mein erster Approach, sage ich mal, zu diesem Layer-basierten Arbeiten und in der Form mich anzunähern an dynamische Musikproduktion und so weiter. Dynamisch heißt in dem Fall, dass man die Musik in der Form zum Spielgeschehen gestaltet, das Immersive Music auch genannt, die parallel zum Spielgeschehen und zur Steigerung des Excitement Levels stattfinden muss. Ja, also ich wollte
der Plan war, für heute Abend nicht zu sehr ins Detail zu gehen mit dem ganzen Software-Kram. Trotzdem könnte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie verschiedene Sachen eigentlich so zusammenkommen. Ich kann euch das zeigen anhand von einem anderen Clip aus Pit People. Das war das Stück Approaching Rainbow, wo ich erst mit einer Art Kalimba angefangen hatte. Ich schieb das mal weg. Und da sieht man denn, ich mach's gerade mal nur wirklich ganz basic, wie sich die Erde... Eine Sequenz, die hatte ich geschickt bekommen, da war der Hintergrund auch noch gar nicht ganz fertig im Spiel geschehen. Na gut, das ist jetzt erstmal alles sehr basic. Und dann sieht man hier, wie die verschiedenen Elemente eigentlich zusammenkommen. Also es müssen wir irgendwie auch nochmal wiederholen, wo ich ganz tief in die Materie mit euch einsteige, in die verschiedenen Instrumente, aber ich zeige es euch nochmal im vollen Arrangement. Ja, das war eine Sequenz und dasselbe hatte ich eigentlich auch nochmal vorbereitet für eine andere. Und zwar Edge of the World, wo die Vorgabe war, selbstverständlich etwas Episches zu machen. Und ja, ich kann es euch erstmal mal ohne die Musik vorspielen und mute mal die Sachen hier raus. Oft haben die Gamefirmen natürlich dann auch schon mal eine Idee dazu, in welche Richtung das gehen könnte. Dazu komme ich später nochmal. Ja, also hier sieht man Pipistrella, eine der Heldinnen des Spiels, wie sie auf diesen Space Teddy hinzurast. Nach einer ganz langen Geschichte, die da vorab schon gelaufen ist. Der kleine Hansel findet seinen Papa wieder, der auf ihn zurast. Freude, aber irgendwie sieht es auch gefährlich aus. Ja, und ich habe mich denn dieser ganzen Materie so genähert, dass ich quasi mit einem Chor angefangen hatte, der so geht, der vielleicht unter Umständen auch an Vangelis erinnern könnte. Weil es brauchte diesen Epos, brauchte irgendwie eine große Stimmung. Die Heldin ist auf einer großen Mission. Oh.
vorne. Ich schalte noch mal ein paar Spuren dazu, so langsam, oder? Gebe euch mal einen Einblick davon, wie die Sounds in letzter Konsequenz doch das Bild auch mit beeinflussen. Wichtig in solchen Szenen sind Timpanis, großes Schlagzeug. Ja. Und dann gebe ich euch auch nochmal die volle Version mit allem der ganzen Orchestrierung. Und man hört auch einen kleinen 8-Bit-Einfluss, der die Niedlichkeit der Charaktere unterstützt, fand ich in dem Moment. Ja, also das war natürlich jetzt irgendwie ganz grob angerissen, weil die ganzen Sachen müssen natürlich auch geschrieben werden. Das führt aber auch in eine Ebene, die, glaube ich, jetzt in so einem 1-Stunden-Workshop ziemlich schwer zu durchleuchten ist. Also es gibt natürlich irgendwie viele Sachen, zum Beispiel dieses metallene Geräusch, wenn die Kapsel wirklich von dem Planet runterrollt, die habe ich auf einer Metallplatte selber gemacht. Dann gibt es natürlich Unmengen von Instrumenten und Plugins mittlerweile, mit denen man im täglichen Leben immer zu tun hat, also wenn jemand Interesse hat, diverse Sachen in dem Bereich zu machen, ist auf jeden Fall lohnenswert, sich auch umzugucken, was es für Optionen gibt. Also man kommt überraschend weit mit freier Software eigentlich mittlerweile. Es ist ziemlich unglaublich eigentlich, wie viele Firmen auch gute Synths und gute Libraries, gute Sachen erstmal als Einsteigerpaket oder auch ganz umsonst oder auf Donation-Basis rausgeben. Oft ist es so, dass man doch, wenn man das professionell und regelmäßig macht, eigentlich besser bedient ist, sich auch Programme zu kaufen und die zu lizenzieren, weil man einfach weiß, die werden auch weiter auf längere Zeit unterstützt. Also bei kleinen Firmen, die immer mal was machen und so, das können teilweise wirklich super Programme sein, aber es gibt dann oft das Problem, dass der Support nicht mehr funktioniert oder so, wie zum Beispiel Apple das macht, dass sie alle 2 Jahre ein neues Update machen können und die Programmierer sich komplett umstellen müssen und die alten Routinen und alten Programme nicht mehr so ohne weiteres laufen. So eine Update-Prozesse sind dann oft nur zur Bewerkstelligung von großen Firmen, die wirklich viele Mitarbeiter haben, ständig irgendwie damit im Einsatz sind und dem Geschehen auch folgen können, um damit Schritt zu halten. Wichtig sind im Grunde genommen Drum-Libraries, große. Für solche Sequenzen braucht man natürlich diese klassischen Timpanis, verschiedene Sachen. Native Instruments hat da natürlich auch diverse Sachen in ihrem Complete-Paket, aber irgendwann merkt man auch, okay, das klingt jetzt immer wieder gleich. Und also das ist im Laufe der Jahre so, dass man sich doch immer weiter neue Sounds auch beschafft und neue Möglichkeiten erarbeitet oder besorgt oder kauft oder wie auch immer neu verfremdet, weil man natürlich nicht ständig mit einem Orchester arbeiten kann. Das wäre natürlich der Idealfall. Teilweise hätte man immer Musiker dabei, die
ich könnte dann einfach hier meine Tracker-Sachen machen und die Streicher würden dazu einsetzen und die großen Pauken. Aber es geht natürlich nicht im Indie-Game-Level, obwohl es auch Firmen gibt, die so arbeiten. Aber dazu habe ich jetzt nichts vorbereitet. Es gibt aber auch dort den Antrieb, eigentlich Hollywood-reife Soundtracks zu machen, selbst auch in dem Bereich, der nicht wirklich AAA und Major gesteuert ist. So, ich bin ziemlich schnell gewesen. Ich weiß nicht, was ich genau vergessen habe oder ob ich einfach so schnell geredet habe, aber ich hoffe, es war so ein kleiner, schöner Exkurs für euch. Ich wollte diesen 8-Bit- und Retro-Chip-Bereich unbedingt ein bisschen mit reinbringen, weil er doch irgendwie nach wie vor in der Indie-Game-Welt und in der Game-Welt extrem präsent ist. Also es ist absoluter Wahnsinn eigentlich, wie viele Leute selbst auch auf dem Gameboy oder auf verschiedenen anderen Sachen nach wie vor für Game-Soundtracks arbeiten und wie es auch einfach eine Szene international dafür gibt, die auch auf den Sound einfach nicht verzichten will. So, ich verbleibe. Achso, dürfte ich noch einmal Video haben? Okay. Ich spiele euch noch eine Sequenz aus Pit People und ihr könnt mich besuchen auf www.patrickcatani.com, wo ihr hoffentlich ein paar Sachen findet, die ihr schön findet. Und ja, ich hoffe, bis bald und bis dann. Das Ende. Pit People, the secret ending. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, bis bald. Tschüss.